Kapitel 8. Erbin der Schatten. Inzwischen war das Meer erreicht und sogar bereits überquert. Jene Stadt, welche Flamme anscheinend ansteuerte, lag auf einem anderen Kontinent, welcher über mehrere Lapras erreichbar war. Solls Plan war es gewesen, so schnell wie möglich mit Funkenherz zu sprechen, herauszufinden, ob er wirklich selber schuld an ihrer Distanz war. Doch über diese Stunden konnte er es einfach nicht. Das Luxio hielt sich weiterhin fern von allen anderen Mon der Gruppe, während der Regen immer noch vom Himmel prasselte. Auch verlängerte dies die Fahrt übers Meer, da die Lapras sich im Unwetter langsamer bewegen mussten. Und eine langsamere Reise war nicht der einzige Nachteil am Ganzen. Eigentlich war es der Plan, die Lapras direkt am Hafen der Trubelstadt anlegen zu lassen, doch starke Strömungen verhinderten das Ansteuern der Gegend. So endete die Reise zwar auf dem richtigen Kontinent, aber nicht schon in der Stadt, sondern ein Stück des Fußweges entfernt. Na los, Leute, wir haben noch was vor uns. Was macht ihr denn so langsam? Mew flog weiterhin an der Spitze der Gruppe. Und gleichermaßen schaffte er es immer noch, jede Unruhe in den Reihen der Pokémon völlig zu ignorieren oder schlicht nicht wahrzunehmen. Stattdessen wurde er nur ungeduldiger, je mehr Zeit verging. Beruhige dich, Mew. Dass wir Weg vor uns haben, zwingt uns nicht zu übertriebener Hast. Ich will aber hier weg. Dieser ganze Sturm und der Regen ist so deprimierend. Ich will, dass die Sonne wieder scheint. Das wollen wir alle, Mew. Das wollen wir alle. Ohne weiter zu streiten, schwebte das pinke Pokémon weiter an der Spitze der Gruppe, die Richtung klar anzeigend. Auch auf diesem Kontinent kannte er sich aus. Es machte nur Sinn. Er hatte die ganze Welt bereist und war ein Abenteurer gewesen. Sol trabte nur hinterher, immer noch besorgt wegen seines Teams. Es schien einfach alles bergab zu gehen. Flamme war weg, Funkenherz distanzierte sich und das alles primär innerhalb der wenigen Stunden, in denen er Anführer war. Das Fukano wusste selber, das war eher Zufall als Zusammenhang, aber es fühlte sich trotzdem so schlecht an. Wie sollten sich die Dinge bessern? Und das, wo das Ende der Reise so nahe bevorstand. Schwere Zeiten, nicht? Für einen Moment reagierte Sol nicht, da er nicht ganz realisierte, dass Darkrai ihn ansprach. Ja, schätze ich. Vertraue darin, dass es besser wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Denkst du wirklich? Natürlich. Funkenherz wird sich bald an mich gewöhnen und wir werden Flamme finden, ne? Sicher an dich gewöhnen? Was meinst du? Kurz lachte der Schatten ein wenig auf. Ach, nun komm. Du erkennst doch selber, wie unwohl sie sich in meiner Gegend fühlt. Und es ist ja auch nur logisch. Funkenherz hat durch mich vieles durchgemacht, als sie noch glaubte, dass ich ihnen Böses wollte. Im Prinzip war ich in ihrer Kindheit durchgehend das einzig wahre Feindbild für sie. Es ist klar, dass sie sich da nicht wohlvoll fühlt, wenn sie jetzt mit mir reisen soll. Gerade da ich nicht nur ein Feindbild für sie bin, sondern irgendwo auch so etwas wie ein Ahne. Und irgendwo stand es ja auch von beiden Seiten. Ich habe lange Zeit alleine gekämpft und wenn nicht, stand ich an der Spitze des Kampfes. Ich bin im Prinzip nun einmal so etwas wie der irdische Weltengeist, deswegen hat es sich immer richtig angefühlt. Und doch bin ich gescheitert. Weit mehr als nur einmal. Dabei haben mich Pokémon unterstützt. Nun muss ich mich erst einmal daran gewöhnen, selber zu unterstützen und nicht der Unterstützte zu sein. Aber das alles ändert nichts daran, dass ich Anführer war. Und daran, dass ich Funkenherz sein Feind war. Nun, auch das stimmte. Darkrai hatte recht damit, dass seine bloße Präsenz durchaus eine Stressquelle für Funkenherz sein könnte. Eine von vielen.
jedes einzelne Pokémon dieser Gruppe. Abgesehen mal von Mew, der erst seit ein paar Stunden dabei war. Wobei dies natürlich auch für Darkrai zutraf. Schien für das Luxio nur ein weiterer Quell des Stresses zu sein. Und gleichermaßen wüsste ich doch irgendwo gerne, was sie denn wirklich denkt. Ich habe die Sorge, dass sie denkt, ich wäre zornig oder nachtragend. Nun, wo sie selber weiß, dass sie damals für das Unrecht gekämpft hat. Ich kenne das Gefühl. Zu oft habe ich mir selber Sorgen gemacht. Was, wenn am Ende vielleicht doch ich der Böse im Krieg bin? Und nun, im Wissen, dass ich es nicht war, was Funkenherz nun auch weiß, sieht sie sich vielleicht selber in dieser Rolle. Aber es stimmt nun einmal nicht. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, der für Omegon kämpft, ohne seine Ziele zu kennen. Sie alle sehen sich doch in der Position, in der in Wahrheit wir sind. Ich könnte versuchen, mit ihr drüber zu reden. Wenn du wirklich recht hast mit dem, was du sagst, und sie sich selber Vorwürfe macht, dann sollte wohl jemand mit ihr reden. Wenn sie sich aber nicht traut, mit dir zu sprechen, dann sollte ich das wahrscheinlich machen, als Anführer der Gruppe. Meinst du nicht? Zumal ich ohnehin einiges mit ihr zu besprechen habe. Nun, einerseits würde das natürlich sehr helfen. Doch andererseits würde ich gerne selber die Gelegenheit haben, einmal mit ihr ins Gespräch zu kommen. Weißt du, dafür wie nahe unsere Wurzeln sich eigentlich sind, kenne ich Funkenherz wirklich kaum. Ich würde gerne einmal mit ihr selber sprechen können. Denn tatsächlich hatte ich wohl noch nie wahrlich die Chance. Die Chance, mit Shinnoks Tochter ein normales Gespräch zu führen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto trauriger ist es irgendwo. Ach, doch immer noch besser als... Ja, ich schweife ab. Sol merkte, dass sich die Laune des Schatten verdüsterte. Er konnte sich auch denken, weshalb dies wohl wäre. Er dachte an einen der Kämpfer unter Omegon, an Shinnox. Ein Wesen, dessen Seele Darkrai persönlich geformt hatte. Jedoch hatten sich beide nahezu ewig als Feinde gegenübergestanden. Und dann als Shinnox endlich seine innere Dunkelheit fand, dann starb er für seine Familie. Trotzdem kann ich ja mit ihr reden. Dass du dich mit Funkenherz unterhalten willst, heißt ja nicht, dass du nicht dieses Problem mir überlassen kannst. Nun, das ist wohl korrekt. Zumal ich dich wohl kaum abhalten könnte. Auch Darkrai schien nicht mehr zu sagen zu haben. Also gut. Nun mit den Meinungen von drei Pokémon gesammelt, war es Zeit, mit Funkenherz selber zu sprechen. Nun, fast zumindest. Einen gab es noch. Und nein, dieser eine sollte nicht Mew sein. Auch wenn Mew an sich hilfreich war, war sich Sol sehr sicher, dass er in diesem Szenario doch nicht der beste Ansprechpartner wäre. Dazu war er zu naiv und optimistisch und nicht vertraut genug mit der Gruppe. Er würde Sol sich noch mit jemandem besprechen, von dem niemand außer ihm überhaupt wusste. Du hast alles mitbekommen, oder? Was denkst du denn über diese Lage? Ich dachte beinahe, du würdest mich nicht mehr fragen. Zu Funkenherz muss ich wenig sagen. Du kennst den richtigen Pfad nicht. Flamme hingegen. Und du bist dir immer noch sicher, dass es nicht an einer Flamme liegen kann? Das bin ich. Soll, auch wenn er behauptet, Flamme kann keine eigene Flamme haben. Keine, die mit ihm spricht zumindest. Nur die wenigsten Pokémon haben Flammen, die in der Lage sind, mit ihren Führern zu sprechen. Und das weißt du selber. Und ich kenne all diese Flammen. Es ist meine Aufgabe.
Unter den Flammen gibt es keinen Inferno. Nicht einmal ein Vulpix. Wer oder was auch immer wahrlich dahinter steckt, ist keine Flamme. Und ist vielleicht schuld an Flammes Flucht. Wir müssten irgendwie herausfinden, was Inferno wirklich ist. Aber das wird nicht gehen, ohne deinen Bruder zu finden. Du hast recht. Aber glaubst du nicht, dass es helfen könnte, wenn ich Flamme von dir erzähle? Vielleicht könnte er dann besser verstehen, dass Inferno lügt. Frage dich zunächst einmal, würde er dir glauben? Inferno ist für ihn echt. Und dein Bruder glaubt daran, dass er ihn auserwählt macht. Er würde nicht glauben, dass er gar nicht von einer Flamme erwählt ist. Ihm wurde lediglich eine zugeteilt. Und du bist ja auch sicher, dass nicht irgendwie eine neue Flamme entstanden ist oder so etwas. Es entstehen manchmal neue Flammen. Doch nie ohne, dass ich sie im Blick habe. Und mir würde erst recht keine Flamme jener Macht entgehen. Zumal eine mächtige Flamme nicht einfach so sein Pokémon erwählen kann. Zumal sie meist Stärke bevorzugen, die dein Bruder schlicht nicht hat. Anders als du, deswegen konntest du erwählt werden. Und er bekam eine der schwachen Flammen. Eine Flammen, die dein Bruder nicht zeigen kann. Das Inferno keine von ihnen, sondern eine Lüge ist. Es war für Sol immer schwierig zu verstehen, was genau mit seinem Bruder los war. Denn das Vulpix war fest von seiner inneren Flamme überzeugt gewesen. Doch Flamme konnte keine innere Flamme haben. Sol musste es wissen. Denn wenn Flamme wirklich eine so einflussreiche Flamme hätte, eine, welche mit ihm aus dem Inneren kommunizieren könnte, dann müsste er es wissen. Oder er. Dann müsste Sols eigene Flamme dies wissen. Sol hatte Flamme immer so gerne über Inferno glauben wollen. Doch er tat dies nicht. Doch anders als Flamme dachte nicht, da er nicht an die Stimme der Flammen glaubte. Wären sie unecht? Wer sprach dann mit Sol in seinem eigenen Unterbewusstsein? Schon Jahre vor seiner Kriegerzeremonie. Nun war alles geklärt, was es denn zu klären gab. Es ging bergab in der Gruppe. Wofür war Sol denn Anführer? Um genau das zu ändern. Es musste etwas getan werden? Na dann ab an die Arbeit! Funkenherz schlich immer noch am hintersten Ende der Reisegruppe. Alles um sie herum vor sich scheinbar ignorierend. Stattdessen starrte sie in die Leere, völlig in scheinbar trübe Gedanken versunken. Zumindest bis Sol sich wieder näherte. Funkenherz! Ah ja, ich schätze, ich hatte dir noch versprochen, mit dir zu reden, nicht? Das hast du! Und dieses Mal lasse ich mich auch nicht abwimmeln. Und warum nicht? Es gibt nichts zu bereden. Es gibt genug und das weißt du selber. Du verhältst dich seit gestern nicht mehr wie das Luxio, das ich kennenlernen durfte. Die einzige Antwort, die folgte, war Stille. Bitte. Niemand von uns nimmt dir deine Laune übel. Ich habe gerade mit Latira und Darkrai geredet. Wir drei machen uns alle Sorgen um dich. Gerade Darkrai. Warum? Du fühlst dich ihm gegenüber unwohl. Das ist uns allen klar. Und es ist verständlich. Ihr wart lange Feinde, aber er ist nicht nachtragend. Wirklich nicht. Er weiß, dass du inzwischen auf seiner Seite stehst. Und er würde gerne auch einfach mal dich kennenlernen. Mit Latira habe ich auch gesprochen. Sie macht sich auch Sorgen, dass ihr Training dir zu viel Druck macht. Wir haben gemeinsam schon überlegt, wie wir es angenehmer für dich machen können. Und ich selber... Warum? Sol stoppte in seinem Satz nach dieser Unterbrechung. Warum erzählst du mir das alles? Warum besprichst du dich meinetwegen mit allen Monchi in der Gruppe? Warum machst du dir so viel Mühe?
Glaubst du, dass du das jetzt musst, weil du jetzt Anführer bist, oder hältst du es irgendwie für deine Pflicht als Pokémon oder sowas? Du könntest mich einfach in Ruhe lassen und dein eigenes Ding machen. Aber du tust es nicht. Warum? Weil es dir schlecht geht. Als ich mich miserabel gefühlt habe, warst du für mich da. Instinktiv griff Sol Funkenherz Pfote und blickte sie an. Und jetzt will ich für dich da sein können. Was genau Sol erwartete, wusste er selber nicht. Aber es war nicht, dass Funkenherz seinen Blick für einen Moment erwiderte, bevor sie sich panisch losriss und fortrannte. Warte, aber... Sol, was ist passiert? Was hast du Funkenherz gesagt? Ich... nichts. Außer, dass ich ihr helfen will. Kurz brauchte Sol ein wenig, um sich zu fangen. Und das werde ich auch. Darkrai Lathira, versucht ihr beiden Mew ruhig zu halten, denn ihr wartet hier, bis ich zurück bin. Ich mache mich auf die Suche nach Funkenherz. Und ich komme nicht zurück, bevor ich nicht endlich weiß, was hier wirklich los ist. Donner ertönte, als Sol, ohne auf eine Antwort zu warten, ebenfalls lossprang. In sich spürte er seine Flamme auflodern. Genug! Er hatte zu viel Rücksicht gezeigt, hatte eine gewisse Distanz halten wollen. Aber er würde Funkenherz helfen. Es war seine Pflicht. Nicht als Anführer einer Gruppe, sondern als Sol, Auserwählter der Flamme.